Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Wir befinden uns im Teufelsturm und müssen die ganzen Siegel hier brechen. Und ich war mal so frei, mir offscreen mal den nächsten Raum anzugucken, um festzustellen, dass dieser Raum es ziemlich in sich hat. Und wir wollen mal schauen, ob wir den einigermaßen gut hinbekommen. Der Raum besteht hier aus Lava und wenn wir diese Lava berühren, sind wir sofort tot. Praktisch instant. Und dieser komische Rubin, den wir irgendwie nie wirklich richtig bekommen können. Jetzt haben wir ihn mal gekriegt. Wie erfreulich. So, jetzt müssen wir auf einen guten Zeitpunkt warten, dass hier dieser eine Block kommt. Das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt hier gewesen. So, als nächstes müssen wir rüber auf die Plattform. Müssen wir uns noch ganz schnell mit Krabbelminen ausrüsten. Wir haben nämlich bloß 3 Stück. So. Und jetzt müssen wir uns 2 Animationen angucken. Nämlich das eine, wenn Link mit Hilfe seiner Titanhandschuhe diesen Stein da irgendwo hinschleudert, um uns seine Kräfte zu beweisen. Nee. Nämlich deswegen, weil sich hier unten noch so ein versteckter silberner Rubin befindet. So. Als nächstes machen wir mal einen gezielten Sprung auf diese Plattform drauf. So, das hat gut funktioniert. Jetzt springen wir hier rüber. Das hat auch geklappt. Und jetzt haben wir eine kleine Verschnaufpause. Jetzt geht das nämlich hier lang und darüber. So, die Plattform geht wieder nach oben. So, ich bin jetzt mal so frei, dass ich mir jetzt mal hier Pfeile nehme und versuche erstmal die komischen Dinger im Vorhinein schon mal abzuschießen. Ich hoffe, dass das geht. Und wenn es nicht mit normalen Pfeilen geht, dann wenigstens mit Lichtpfeilen. Weil ich möchte nicht so gern hier reinfallen. Das ist einfach nicht schön. Das Problem besteht nämlich darin, dass man da nämlich wieder von vorne anfangen muss. Also ich habe den doch jetzt erwischt. Mit einem Lichtpfeil. Okay, das hat auch scheinbar gut geklappt. Nee, hat's nicht. Der lebt noch. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Das haben wir auch. Sind erstmal die Nervensägen weg. So, als nächstes kommt dieser Stein. Zwei von den silbernen Rubinen haben wir schon und 5 brauchen wir. So, da landet dort. Das ist auch sehr schön. Und jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir hier gut drauf kommen. Da ist der silberne Rubin. Den hätten wir gerne. Hat nicht so richtig geklappt, aber wir haben zum Glück ja genug Zeit. So. Da war er. So. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, und jetzt weiß ich eben nicht, wie man wirklich hier drüben günstig landet. Das ist wirklich ziemlich schwierig. Aber das war doch die Säule, die immer nach oben unten geht, richtig? Ja, das war sie. Wenn ich da jetzt einen günstigen Sprung mache, mich hier genau in die Kante stelle, müsste ich doch eigentlich das hinkriegen, dass ich genau dort oben drauf lande. Richtig? Das hat geklappt. Einige von euch werden jetzt bestimmt sagen, M-Deck, wieso hast denn du die Kleidstiefel noch an? Die sind doch voll hinderlich. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber wenn man die Kleidstiefel nicht hat, schafft man es gar nicht. Weil der eine Sprung nämlich da zu knapp ist. So, und jetzt, so weit bin ich nämlich noch gar nicht gekommen. Jetzt weiß ich nicht, welche der von den 3 Plattformen hier sich nach oben bewegt. Ich bezweifle mal, dass es die erste ist. Wir probieren es aber mal. Die erste war es schon mal nicht. War es die? Die war's. So, jetzt müssen wir hier rüber. Auf den Stein. Davor habe ich die meiste Angst.
Weil man jetzt hier nämlich ganz genau landen muss. Und das ist nämlich das Problem. Das hat geklappt. Das gibt's nicht. Wenn, jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Ganz spannend, mein Herz rast. Und ich habe es geschafft, jetzt in die blöde Tür hier hinein. Und wehe, hinten kommt noch ein Rätsel. Nee, zum Glück keins. Da bin ich jetzt wirklich froh. Und mit einem Lichtpfeil gegen den Feuerball. Und Darunia erscheint. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. So, damit haben wir das Feuersiegel auch geschafft. Da fehlt eigentlich nur noch eins. Und das ist das Lichtsiegel. Das schaffen wir auch in diesem Part, denke ich noch. Wir haben zwei Schlüssel. Ich nehme mal stark an, dass wir die hier brauchen. Ich hoffe nicht, dass sich noch irgendwo ein Schlüssel verbirgt. Und ein weiteres Mal beweist Link uns seine Kräfte. So, schauen wir mal rein. Mhm. Sieht erstmal danach aus, als müssen wir hier kämpfen. Ist erstmal nicht das Problem. Können wir gleich unsere Magie bisschen auffüllen. So, ich weiß gar nicht, soll ich die Gleitstiefel mal ausziehen? Mir gehen die eigentlich wirklich ein bisschen auf den Keks. So. Hier ist jetzt eine versteckte Tür, die eigentlich gar nicht so versteckt ist. Und hier ist irgendwas, wo wir wahrscheinlich Zeldas Wiegenlied spielen müssen. Aber im Übrigen gibt es was ganz Interessantes, was ich so nebenbei mal erzählen kann, weil es gerade nicht sehr spannend ist. Ich habe mir nämlich mal noch ein paar andere Spiele angeguckt über den Emulator und musste feststellen, dass nachdem ich die andere Spiele gespielt habe, auf einmal die ganzen, naja, wie soll man sagen, ich habe nur noch eine Krabbelmine, fällt mir gerade auf. Und ich nehme wohl mal stark an, dass ich mit der Krabbelmine jetzt gar nicht weiterkomme. Weil ich nämlich mehrere Krabbelminen brauche. Tja! Ja, gut. Dann muss ich tatsächlich ein bisschen quatschen, weil wir müssen jetzt erstmal wieder zurück und uns ein paar Krabbelminen holen. Da werden wir wahrscheinlich gleich ein bisschen umdisponieren. Weil... Ja, da disponieren wir mal um. Ich will ja sowieso jetzt das Spiel noch nicht abschließen. Denn... Es gibt ja noch uns... Es gibt noch ein was wir machen müssen, und zwar müssen wir uns die Eispfeile holen. Und auf dem Weg zu den Eispfeilen bzw. rück zu, kommt sowieso der Krabbelminenhändler, den wollte ich euch auch noch zeigen. Von daher ist es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, weil es wäre jetzt Quatsch, sich Krabbelminen zu holen, dann hier das letzte Siegel noch zu machen und dann wieder zurückzukehren. Das wäre natürlich völliger Quatsch. So, ich bin vom Thema abgekommen. Es gibt ja einige Spiele, bei dem konnte man beim N64 so einen Controller-Pack reinstecken, um dort noch zusätzliche Sachen drauf zu speichern. Natürlich kann man das bei dem Emulator auch einstellen, und da musste ich feststellen, seitdem hat der Sound von dem Spiel unheimlich rumgespackt, sag ich jetzt mal. Und ich musste ewig rumprobieren in meinen Lautsprecherkonfigurationen, Mikrofonsache, und Ingame-Sound und hast du nicht gesehen. Also es war wirklich richtig belastend. Und ich konnte auch lange kein Video mehr machen, weil das war ja eine Zumutung. Das kann man ja nicht anbieten. Und dann habe ich rausgefunden, dass aber nur bei diesem Spiel
das daran liegt, wenn ein Controllerpack eingesteckt ist. Warum auch immer, das Controllerpack wird für dieses Spiel nicht benötigt, sondern eher, also es gab die Möglichkeit, dass man Rumble-Pack anschließt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Ocarina of Time schon ging, aber bei vielen N64-Teilen ging das. Ja, und also ist eigentlich mal ganz interessant. Also vielleicht haben ja einige von euch dasselbe Problem. Probiert es einfach mal. Und dann wird sich euer Soundproblem vielleicht auch lösen. Muss man erstmal drauf kommen. So, und wenn wir jetzt so viel gequatscht haben, bin ich nämlich mal in die Feenquelle hier reingegangen. Gibt es nämlich schon eine Sache, die wir uns noch holen können. Dazu spielen wir erstmal wieder ein letztes Mal, denke ich, Zeldas Wiegenlied. Wiegenlied. Mann. Hallo, mein süßer Cube. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. So, und jetzt bekommen wir nämlich um unsere Herzen noch einen weißen Rand. Und der weiße Rand bedeutet im Prinzip, dass wir jetzt praktisch nur die Hälfte an Schaden erleiden. Was eigentlich ziemlich praktisch ist, aber bei so viel Herzcontainern brauchen wir das nicht wirklich. So, ich lese nochmal vor. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. So, da ist der Port jetzt ein bisschen kürzer als erwartet, weil ich nicht jetzt natürlich offscreen zur Gerudo-Festung gehen werde. Aber ich habe nämlich noch eine gute Idee. Während ich jetzt offscreen zurück zur Gerudo-Festung gehe, könnt ihr euch nämlich mal noch eine kleine Überraschung ansehen. Also, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann im nächsten Port wieder. Bis dahin. Ciao. Ich hab mal viel zu holen. Aha, und ich glaube... So. Aha. Ah, das geht nach oben, ist auch klar. So, erstmal töten wir die. So, Moment. Gar nicht so einfach. Aha. So, und hier drüben ist ein Rubin. Jetzt gucken wir, ob das wieder da ist. Es ist wieder... Hat nicht geklappt, okay. Och, das finde ich blöd, Leute. Muss ich mal dazu sagen. Oh, ich habe gleich die Nase voll. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist der reinste Schikane hier. Da drüben müssen wir auch noch hin. Es hat wieder nicht geklappt, Leute. Dann versuchen wir das jetzt mal. Es hat wieder nicht geklappt, Leute. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe wohl ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich mache jetzt das Siegel hier drüben. Weil das ist mir jetzt zu blöd. Weißt du, wenn man nur zwei Krabbelminen hat, dann wird man von der komischen Figur getroffen, dann kann man sich vor immer nicht mehr festhalten. Also das ist für mich alles Quatsch. Da muss ich sagen, da geht der Spielspaß leider verloren, wenn so ein blöder Raum kommt mit so einer Schikane. Also das sehe ich gar nicht ein. Das klappt. Ja, und es hat natürlich nicht geklappt. Wenn man braucht. Und man fliegt prinzipiell immer daneben. Ich behaupte, es gibt keinen schlimmeren.
und ist halt, wir nämlich nur ein bisschen Zeit haben. So, jetzt springen wir darüber und darüber. Und es hat nicht geklappt und ich fange wieder von vorne an. Und ich habe auch keine Krabbelminen mehr. So. Gut. Hätten wir das.